In Holztum, wo der berühmte Bitburger Siegelhopfen angebaut wird, wohnt Familie Petri, zumindest am Wochenende. Denn jeden Samstag und Sonntag besucht Moritz Petri, der als Personalberater in Frankfurt arbeitet und mit seiner Frau und dem fast zweijährigen Sohn in Mainz wohnt, mit seiner Familie, die Schwiegereltern, in ihrem Haus in Holztum. Das ständige Pendeln nimmt die Familie auf sich, weil der CDU-Mann Moritz Petri am 7. Juni zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Irrel gewählt werden will. Für Sohn Nikolas ist der Hof seiner Großeltern wie ein zweites Zuhause. Sein Onkel Andreas nimmt ihn auf dem Traktor mit. Irgendwann wird er sich auch alleine hinter Steuer setzen. Auch wenn sein Vater am Wochenende viel unterwegs ist. Die Zeit, seinem Sohn vorzulesen, nimmt er sich trotzdem. Oder die Familie macht sich auf einen Spaziergang. Hinter dem Hof der Schwiegereltern beginnen gleich die Felder. Entspannung gibt es anschließend vor dem Kachelofen der Schwiegereltern. Na klar, bei einem selbstgebrannten Eifeler Hopfentau.